Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Demon. Ich habe vor einer ganzen Weile mal eine Zusammenfassung der kompletten Geschichte von Freitag der 13. mit Jason Voorhees gemacht und euch neulich in einer Umfrage gefragt, welche Reihe ihr euch als nächstes wünscht. Die Antwort war ganz klar, A Nightmare on Elm Street mit Freddy Krueger. Und genau das machen wir heute. Bevor es losgeht, muss ich noch ein paar Sachen erwähnen, bei denen ich so im Nachhinein gemerkt habe, dass es beim letzten Mal vielleicht auch schon ganz schlau gewesen wäre. Erstens, nein, die Geschichte ist nicht echt. Es gibt Freddy Krueger nicht wirklich. Das sind nur Filme. Zweitens, ich habe vergessen, was zweitens ist. Zweitens, ich werde hier nur die Filme zusammenfassen. Die Comics lasse ich außen vor und die TV-Serie auch, weil ich die leider nicht gesehen habe und es da leider auch nicht alles auf DVD gibt, weshalb ich das nicht nachholen kann. Und drittens, die Reihe hat so viele Logiklöcher und kleinere Fehler, weshalb ich manche Sachen ein bisschen vereinfacht habe oder so, damit es ein bisschen logischer ist. Wenn ihr wirklich die ganze Geschichte wissen wollt, solltet ihr euch trotzdem die Filme anschauen. So, jetzt legen wir aber los mit der Geschichte von Freddy Krueger. Freddys Kindheit. Freddys Mutter ist Amanda Krueger, eine Nonne, die im Hathaway House gearbeitet hat. Das ist eine Anstalt für geisteskranke Kriminelle. Kurz vor Weihnachten 1941 wurde sie aus Versehen mit 100 Geisteskranken in einem Turm eingesperrt. Die haben sie tagelang vergewaltigt, bis sie dann irgendwann aufgefunden wurde und fast tot und schwanger war. Also schwanger war sie nicht nur fast, sie war wirklich schwanger, aber sie war fast tot. Ja. 9 Monate später kam dann der süße kleine Frederick Charles Krueger zur Welt. Er wurde zur Adoption freigegeben und landete bei Mr. Underwood, einem Alkoholiker, der Freddy regelmäßig misshandelt hat. In der Schule ist Freddy immer wieder negativ aufgefallen, weil er unter anderem zum Beispiel den Klassenhamster mit einem Hammer erschlagen hat und er wurde auch von den Mitschülern gemobbt, weil er der Sohn von 100 Geisteskranken ist. Als er dann ein Teenager war, hat er sich an seinem Adoptivvater gerecht und ihn mit einer Rasierklinge umgebracht. Springwood Slasher. Freddy hat als Erwachsener dann im Kraftwerk von Springwood gearbeitet, hatte eine Frau namens Loretta und eine kleine Tochter Catherine. Loretta zuliebe hat er versucht, ein normales Leben zu führen, aber er konnte seine Mordgelüste nicht ewig unterdrücken. Er hat sich dann zu Hause so einen kleinen geheimen Raum eingerichtet, in dem er sich Waffen hergestellt hat. Dann ist er hingegangen und hat Kinder eingesammelt und die im Kraftwerk umgebracht. Und damit wollte er sich bei seinen früheren Klassenkameraden rächen, die ihn gemobbt haben. Loretta hat dann aber irgendwann den Geheimraum von Freddy gefunden und darin halt die ganzen Mordwaffen und Zeitungsartikel zu den Kindermorden gesehen, weshalb sie darauf kam, dass Freddy vielleicht der Springwood Slasher sein könnte, so hat man den genannt. Und sie versprach Freddy, es niemandem zu sagen, das war ihm aber egal. Er hat seine Frau dann erwürgt, während seine Tochter zugeguckt hat. Und die wurde ihm als Folge dessen dann weggenommen und wuchs woanders unter dem Namen Maggie Burrows auf. Es kam dann also heraus, dass Freddy der Springwood Slasher ist, aber er konnte nicht verhaftet werden, weil der Haftbefehl an der falschen Stelle unterschrieben wurde und der Richter zufällig betrunken war. Naja, er kam dann also frei, aber die Eltern der verstorbenen Kinder haben beschlossen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Sie haben Freddy ins Kraftwerk verjagt und das Kraftwerk dann einfach angezündet und somit dann auch Freddy angezündet und jetzt beginnt der wirklich abgefuckte Teil. Kurz vor Freddys Tod in den Flammen kommen Dream Demons zu ihm. Das sind Traumdämonen, deren Ziel es ist, die Grenze zwischen der Traumwelt und der echten Welt zu zerbrechen. Dazu suchen sie sich verdorbene böse Menschen aus und geben denen besondere Kräfte, damit die Chaos verbreiten. Sie haben dann also Freddy die Kraft gegeben, Träume betreten zu können und in Träumen töten zu können, solange die Menschen genug Angst vor ihm haben. Außerdem haben die Dream Demons die Kraft, ihn immer und immer wieder zu beleben, falls er mal von den Opfern fertig gemacht wird. Freddy vs. Elm Street Kids. 16 Jahre später, im Jahr 1982, beginnt Freddy in die Träume von Nancy Thompson und ihrer Freunde zu gehen. Nancy Thompsons Eltern sind Marge und Donald Thompson. Die haben damals mitgeholfen, Freddy zu töten, weshalb es Sinn macht, dass er sich an ihn rächen will. Warum genau er dafür 16 Jahre gewartet hat, habe ich nicht verstanden, aber das ist ja auch egal. Die meisten Freunde von Nancy haben ziemliches Pech und sterben durch Freddys Taten, aber Nancy findet dann heraus, dass Freddy keine Kraft hat, wenn man nicht an ihn glaubt. Sie kehrt ihm also den Rücken zu. Freddy verliert seine Kraft und dann ist er weg und besiegt. Aber
Nicht so wirklich, weil der Film endet dann mit einer Albtraumsequenz, in der er wieder da ist, aber die wird nie aufgelöst und im nächsten Film ist Freddy wieder zurück, aber auch nur so halb. 5 Jahre nach dem Vorfall mit Nancy zieht Jessys Familie in das Haus der Thompsons. Jessie beginnt dann auch Albträume zu bekommen, findet ein altes Tagebuch von Nancy und begegnet dann Freddy. Freddy hat aber aus irgendeinem Grund nicht mehr genug Kraft, um selbst Leute in Träumen umzubringen, deshalb beschließt er, Kontrolle über Jessys Körper zu nehmen und mit Jessys Körper dann in der echten Welt Menschen zu töten. Jessie schafft es dann aber innerlich, Freddy zu widerstehen. Freddy geht dann in Flammen auf, beginnt zu schmelzen und zu explodieren und plötzlich ist Jessie wieder da. Alles gut, denkt ihr? Nee, Freddy hat jetzt aus irgendeinem Grund doch wieder die Kräfte in Träume zu gehen und sucht Jessie erstmal in einem Traumheim und so endet dann der zweite Teil. Ein Jahr später macht Freddy es sich dann zur Aufgabe, die letzten Elm Street Kinder zu töten, deren Eltern an seinem Tod beteiligt waren. Kristen Parker ist zum Beispiel noch übrig. Nachdem die aber einen Albtraum hat, wird sie in die Westin Hills Anstalt eingeliefert, wo auch noch ein paar andere Jugendliche sind, an denen Freddy sich noch ein bisschen austoben will. Freddy schafft es, zwei dieser Jugendliche zu töten, doch dann kommt Nancy Thompson aus Teil 1 wieder zurück und arbeitet jetzt in der Anstalt und sorgt dafür, dass die Jugendlichen Hypnozil verschrieben bekommen. Das ist ein Medikament, was Träume unterdrückt. Während einer Gruppenhypnose wird einer der Jugendlichen dann aber von Freddy gefangen genommen. Die anderen bilden eine Gruppe namens Dream Warriors, also Traumkrieger, und wollen ihn retten. Das schaffen sie dadurch, dass sie in Träumen, also in ihren Träumen Spezialkräfte haben. Kristen zum Beispiel hat die Kraft, andere Leute in ihre Träume reinzuziehen, damit sie gemeinsam gegen Freddy kämpfen können. Nützt nicht viel, gehen trotzdem fast alle drauf. Währenddessen versucht Nancys Vater, der inzwischen Alkoholiker ist, Freddys Knochen zu finden, um ihn richtig zu beerdigen, damit seine Seele zur Ruhe kommt und er beerdigt wird. Aber irgendwie erwachen die Knochen dann zum Leben und greifen ihn an und töten ihn und dann wird auch noch Nancy getötet, aber irgendwie wird Freddy dann doch begraben und man streut so ein bisschen Weihwasser drüber und legt einen Kruzifix drauf und dann ist Freddy weg, weil er beerdigt wurde. Freddy vs. Random Kids. Wer hätte es gedacht? Freddy kommt zurück. Es gibt noch 3 Kinder aus der Elm Street, die er nicht getötet hat. Das sind Kincaid, Joey und Kristen. Kincaids Hund Jason pisst Feuer auf das Grab von Freddy, wodurch er wiederbelebt wird. Er bringt dann die letzten 3 Elm Street Kids um, aber kurz bevor er Kristen umbringt, gibt sie ihre Kraft, Leute in ihre Träume ziehen zu können, an eine Freundin namens Alice weiter und die hat jetzt die Kraft und dadurch kann Freddy jetzt auch in ihre Träume und Leute töten, die nicht aus der Elm Street kommen. Ja. Alice nutzt diese neu gewonnene Kraft erstmal, um ein paar ihrer Freunde in die Träume reinzuziehen, damit Freddy die auch umbringen kann. Aber sie schafft es dann, Freddy mit einem reflektierenden Stück Glas zu zeigen, wie böse er eigentlich ist. Und Freddy wird dann von seiner eigenen Bosheit übermannt und ist dann irgendwie richtig fertig und dann kommen die Seelen seiner Opfer und zerreißen ihn und Freddy ist besiegt. Doch dann kommt Teil 5 und Freddy kehrt zurück und diesmal so bescheuert, dass ich selber nicht ganz verstanden habe, wie irgendwie. Also Alice wurde inzwischen von ihrem Freund geschwängert und der ganze Film dreht sich so ein bisschen um diese Mutter-Kind-Beziehung und es wird dann auch gespiegelt auf die Mutter-Kind-Beziehung zwischen Freddy und seiner Mutter Amanda. Irgendwie nutzt Freddy den Geist seiner verstorbenen Mutter, um selber wieder auf die Welt zu kommen. In einem Traum bringt Amanda Kruger so ein hässliches Freddy-Baby zur Welt. Das wächst dann zu einem richtigen Freddy heran und der nutzt dann seine Kraft, um wieder mal Freunde in Alice Träume zu ziehen und die dann umzubringen. Außerdem versucht er, Kontrolle über das ungeborene Kind von Alice zu übernehmen, damit er auf ewig in diesem Kind weiterleben kann. Dazu füttert er den ungeborenen Jacob mit Seelen seiner Opfer, um ihn abgrundtief böse zu machen. Alice kriegt davon aber Wind, will ihn natürlich stoppen. Irgendwie formt sie dann so ein Tag-Team mit Amandas Geist und sie wollen Freddy zusammen fertig machen. Aus irgendeinem Grund ist das ungeborene Baby Jacob dann so ein kleiner Junge, wendet sich gegen Freddy. Freddy wird zu einem hässlichen kleinen Baby und Amanda Kruger absorbiert dann dieses Baby und Freddy ist wieder weg. Freddy ist tot. Puh, so, alle Elm Street Kids sind tot, Amanda hat mit Freddy abgeschlossen, Alice hat mit Freddy abgeschlossen. Wie belebt man den nun für einen weiteren Film wieder? Ganz einfach,
Könnt ihr euch noch an seine Tochter Catherine bzw. Maggie Burroughs erinnern, die ich ganz am Anfang erwähnt habe? Die wurde erst im 6. Teil eingeführt und Freddy hat jetzt aus irgendeinem Grund auch die Fähigkeit, Erinnerungen zu löschen. Es gibt noch ein Kind, das auch in der Elm Street gewohnt hat, aber das Kind erinnert sich nicht mehr daran, dass er in der Elm Street gewohnt hat und ist inzwischen ein Teenager. Und Freddy will den Teenager dazu nutzen, um seine Tochter zu finden, und die Tochter will er dann dazu nutzen, um auch außerhalb der Elm Street weiter Leute töten zu können. Ich meine, wer würde das nicht so machen? Über diesen Teenager, der seine Erinnerung verloren hat, schafft Freddy es wieder aufzutauchen. Der Teenager baut dann Kontakt zu Maggie Burroughs, also Freddys Tochter, auf, und die gehen zusammen nach Springwood. In Springwood findet Maggie dann heraus, dass sie die Tochter von Freddy ist. Und gemeinsam mit einem Doktor finden sie dann was über diese Traumdämonen heraus, die Freddy seine Kraft geben. Und sie finden auch heraus, dass es möglich ist, Freddy aus der Traumwelt in die echte Welt zu holen, wenn man ihn greift und genau in dem Moment wach wird, während man ihn gegriffen hat. Also machen sie das und liefern sich dann in der echten Welt einen Kampf mit Freddy. Dabei wird er von Maggie abgestochen. Und sie steckt ihm so eine Rohrbombe in die Fresse und dann explodiert Freddy. Und während er explodiert, weichen die Traumdämonen aus seinem Körper heraus, wodurch er die Kraft verliert und nicht mehr lebt und auch nicht mehr wiederbelebt werden kann. Also eigentlich, denn dann gibt es da noch Freddy vs. Jason. Die Geschichte habe ich im Freitag der 13. Video schon erklärt, deshalb werde ich das hier nur ganz kurz erklären. Da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob der jetzt nach Teil 6 spielt oder ob das einfach eine Parallelgeschichte ist, aber auf jeden Fall geht es darum, Freddy ist in der Hölle, hat keine Kraft mehr, kann nicht wiederbelebt werden. Er findet in der Hölle dann aber Jason Voorhees, den Killer aus der Freitag der 13. Filmreihe. Er scheint Jason in der Form von Jasons Mutter und sagt zu ihm: Alter, Jason, du musst in die Elm Street gehen und da die Kinder bestrafen und umbringen, die waren nämlich sehr böse. Und Jason wacht dann wieder auf, geht in die Elm Street und tötet Leute. Und die Leute kriegen dann mit: Oh mein Gott, in der Elm Street wird wieder getötet. Das muss ja Freddy Krüger sein. Wodurch dann die Leute wieder Angst vor Freddy bekommen. Freddy ist dann wieder, bekommt wieder ein bisschen Kraft zurück und will eigentlich Leute töten. Aber da kommt er nicht dazu, weil Jason nicht aufhört, Leute umzubringen. Und dann bekriegen sich Freddy und Jason und am Schluss gibt es einen großen Kampf. Und es ist irgendwie so ein bisschen unklar, wer von beiden gewonnen hat, weil das Ende relativ offen ist, sodass es eher nach einem Unentschieden aussieht. New Nightmare und Reboot. So, zwei Filme bleiben jetzt noch übrig, die aber nicht zu der bisherigen Geschichte dazugehören, weshalb ich da auch nur ganz kurz drüber rede. Da wäre zum einen Wes Cravens New Nightmare, das ist nochmal ein Nightmare on Elm Street Film, der von Wes Craven gemacht wurde, der auch damals den ersten Film geschaffen hat. Da geht es darum, dass in einer Parallelwelt, es geht darum, dass die Schauspieler, die den ersten Nightmare on Elm Street Film gemacht haben, von einem echten Freddy heimgesucht und getötet werden. Und am Ende kommt es dann so raus, dass Heather Langenkamp und ihr Sohn gemeinsam es schaffen, Freddy zu besiegen. Dann gibt es noch das Remake von 2010, in dem wird quasi die Geschichte aus dem ersten Teil nochmal neu erzählt, aber ein bisschen vermischt mit Elementen aus anderen Filmen. Zum Beispiel wird am Ende des Films Freddy aus dem Traum rausgezogen und direkt umgebracht, was in der Originalfilmreihe erst bei Teil 6 passiert ist. Aber ja, das wäre es im Prinzip gewesen. Das war auch schon die Zusammenfassung der Nightmare on Elm Street Reihe. Falls es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Falls ihr die Filme ganz sehen wollt, lasse ich euch Amazon-Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.